Hallo und einen schönen guten Tag. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei unserem Ausflug. Heute möchten wir ein bisschen was über Pferde lernen und wo uns unser Weg genau hinführt. Lass dich überraschen. Also, bitte anschnallen. Wir machen uns gleich auf den Weg. Wir sind jetzt da in der Nähe von Freistadt am Pferdehof Hennerbichler und bei dem Namen Hennerbichler klingelt vielleicht schon was bei dir. Wir waren schon mal hier. Simone hat uns hier auf der Lampaka Ranch die Lamas und Alpakas näher erklärt. Und hier gibt es auch einen Pferdehof und da dürfen wir heute Simone und ihre Mutter Gabi besuchen und die werden uns so ein bisschen zeigen, was es alles heißt, wenn man sich um Pferde kümmert. Und ja, da sehe ich sie schon mit Begleitung. Einen schönen guten Tag. Hallo. Hallo. So, liebe Kinder, ich darf euch Gabi vorstellen. Hallo. Das ist die Mama von der Simone und die Simone kennt ihr schon, falls ihr schon den Teil über Lamas und Alpakas gesehen habt. Ja, man erkennt es da hinten schon ein bisschen. Ihr habt hier Pferde auf eurem Pferdehof. Ja, genau. Bei uns gibt es momentan 22 Pferde. Davon sind 5 Pferde eigene Pferde, die gehören uns, also der Simone und mir. Und die restlichen Pferde sind Einstellerpferde. Also ihr habt sowohl eigene Pferde als auch Einstellerpferde. Genau. Was bedeutet es denn, wenn ein Pferd ein Einstellerpferd ist? Ein Einstellerpferd, das heißt, das Pferd gehört jemand anderen und wird bei uns, ist bei uns sozusagen, wird verpflegt, bekommt Futter und hat einen Stall. So ein bisschen und wie eine Wohnung. Ja, genau. Also wie eine Mietwohnung für Pferde. Genau, eine Pferdemietwohnung. Genau. Und wir sind schon ein bisschen herumgegangen. Es gibt ja viele verschiedene Gebäude bei euch auf dem Gelände. Ja. Also hier sehen wir schon ein paar Pferde. Und da unten ist ja ein ganz großes Gebäude. Ganz große Gebäude, das ist die Reithalle. Da drinnen gibt es Reitunterricht oder die Pferdebesitzer können auch mit ihren eigenen Pferden dort reiten. Im Winter, wenn es sehr kalt ist oder im Sommer, wenn es sehr viel regnet, kann man in die Halle gehen. Oder mit jungen Pferden geht man auch lieber in die Halle, weil dort ein bisschen geschützt ist. Können wir vielleicht mal runtergehen, ja, zur Reithalle? Gerne. Sehr schön. So, und die Hunde begleiten uns ein bisschen. Wahnsinn, da sieht man jetzt, wie groß diese Halle ist. Ja. So von der Seite. Das ist jetzt die Reithalle. Genau. Ja, die ist insgesamt 40 Meter lang und 20 Meter breit. Das ist schon ganz schöne Fläche. Die ist überall gleich groß. Und das ist, ist das genormt? Das ist genormt, genau. Tor frei. Okay, du hast gerade Tor frei gerufen. Ja. Ich bin dazu, wenn Pferde in der Halle sind, damit sie hören, dass da draußen was ist und jetzt das Tor aufgeht. Ah, okay, damit sie nicht erschrecken. Genau, dann erschrecken sie nicht und sagen. Und man kann auch drinnen sagen, nein, ist nicht frei, wenn man gerade irgendwas macht, wo man nicht unterbrochen werden will oder das Pferd sich vielleicht erschrickt. Mhm. Das ist so, wie wenn man irgendwo anklopfen genau. würde, dass man sich. Herein. Genau, dass man herein genau. Das ist eine große Halle. Ihr habt so einen speziellen Boden hier herin. Genau, das ist Sandboden. Der ist einerseits ein bisschen griffig, dass man nicht so schnell ausrutscht. Und auch ein bisschen weich und federnd. Das ist für die Pferdehufe bzw. Pferdefüße gut. Und falls man vielleicht einmal runterfällt, ist es auch nicht so hart. Mhm. Was machen Pferde ganz genau, wenn sie hier herin sind? Sind die alleine oder ist da jemand mit dabei? Da ist fast immer jemand mit dabei. Je nachdem, was der Reiter machen will, entweder man reitet oder man geht mit dem Pferd hier ein paar Runden spazieren oder man macht Bodenarbeit. Oder man lässt die Pferde frei. Oder genau. Herumfetzen, wie sie wollen. Also es ist auch so ein bisschen ein Spielplatz für die Pferde. Genau, man kann auch mit 2, 3 Pferden hereingehen und sie können laufen und spielen und meistens legen sie sich dann auch nieder und wutzeln sich. Das mögen sie auch sehr gerne.
Es ist ein bisschen, wie wenn wir uns kratzen, dann machen das die Pferde mit dem Wurzeln. Es ist fast so wie bei uns in der Schule im Turnsaal. Ein großer Raum, wo man sich austollen kann, wo man aber auch viel lernt. Also das ist richtig. Genau. Ja, vielen Dank. Vielleicht schauen wir weiter. Da draußen ist ja eine riesige Wiese. Wie nennt man so eine Wiese im Außenbereich, wo die Pferde stehen können? Das nennt man die Koppel. Die ist eingezäunt, entweder mit Draht oder mit Holz. Genau, gibt es auch manchmal. Damit die Pferde auch eine Grenze haben. Mhm. Und jetzt können sie momentan nicht, aber sonst Gras fressen. Und sie können spielen und herumtollen. Also im Sommer ist das auch so die Futterstelle, wo sie das frische Gras fressen können. Genau. Jetzt liegt gerade sehr viel Schnee. Was fressen Pferde im Winter? Pferde fressen im Winter Heu. Heu. Das ist getrocknetes Gras. Mhm. Und das bekommen sie im Winter. Können wir uns das vielleicht ein bisschen genauer anschauen mit dem Heu? Ja, genau. Super, vielen Dank. Dann schauen wir nach oben. Hier haben wir den Heuhundballen. Das ist eben dieses getrocknete Gras. Es wird gepresst und dann schmeißen wir es da runter in die Futterkrippe und die Pferde können das dann fressen. Und da ist auch ein Pferd, das Hunger hat? Ja, grundsätzlich haben die Pferde immer Hunger. Okay, Pferde. Die möchten immer fressen. Haben immer Hunger. Ist das ein spezielles Art von Gras, das man Pferden verfüttert? Ja, es sollte schon ein bisschen ein festeres Gras sein, kein feines. Das Heu soll dann grob werden. Aha. Also das heißt, das Gras wird erst Ende Juni gemäht. Also ganz lange Grashalme werden da gemäht? Genau. Das ist so ein grobes Heu wird. Das ist ein grobes Heu wird. Altes Gras kommt man sagen eigentlich. Ein altes Gras. Das ist das Gesündeste für die Pferde. Sind Pferde auch Naschkatzen? Ja, ja, die wären Naschkatzen. Das ist aber, wie bei uns Menschen auch, ziemlich ungesund. Pferde sollten keinen Zucker fressen. Man kann vereinzelt mal ein Stück Karotte geben. Mhm. Oder es gibt spezielle Pferdeleckerlis, die ohne Zucker zubereitet sind. Aber das ist immer nur so ein bisschen Belohnung, ja nicht zu viel. Okay, also so wirklich als Leckerli. Genau, nach getaner Arbeit, dann kann man schneller mal ein Leckerli geben, aber es soll nicht zur Gewohnheit werden. Und da gibt es auch gesündere Leckerlis und Leckerlis, die nicht so gesund sind wie bei uns Menschen. Genau. Es gibt auch leckere Sachen ohne Zucker. Richtig, das Karotten für die Pferde sind sehr lecker. Sehr lecker. Also Schneemänner bauen in einer Pferdekoppel ist wahrscheinlich nicht so gut, dass die Nase... Zumindest ohne Karottennase. Ohne Karottennase. Mit ganz vielen Nasen, dass alle Pferde was kriegen. Dieses Pferd hat am Kopf so ein Band. Für was ist dieses violette Band? Das violette Band, das nennt sich Stallhalfter. Das kommt auf das Pferd hinauf, damit man das Pferd irgendwo hinführen kann. Im Normalfall haben sie nichts oben, aber dieses Pferd steht in der Nacht in der Box und dann kann man das bei dem violetten Halfter nehmen und in die Box führen. Okay, beim Hunden wäre es Gassi gehen, so auf die Art, da braucht man ja auch ein Hilfsmittel. Genau. Und bei den Pferden ist das Hilfsmittel das Halfter. Genau, da kommt dann noch ein Strick dran und dann kann man schon gehen. Super. Das Pferd hat auch eine Decke oben. Ich gehe mal so ein bisschen näher ran. Ja, genau. Genau. Also warum hat dieses Pferd eine Decke? Dieses Pferd war früher nur in der Box und hat deswegen sehr wenig Fell bekommen. Und damit ihm nicht kalt wird, hat es jetzt eine Decke drauf. Mhm. Wenn ich mal jetzt so die Füße ein bisschen anschaue von den Pferden, man kennt es aus dem Fernsehen, aus dem Internet, diese Hufeisen. Aber wenn man ganz genau schaut, eure Pferde haben keine Hufeisen. Nein, unsere Pferde sind Barhufgeher. Mhm. Das heißt, sie haben keine Hufeisen oben. Sie brauchen das im Prinzip auch nicht. Wenn man sehr viel ausreiten geht und über Stock und Stein reiten möchte, dann gibt es Hufschuhe. Und sonst auf der Wiese brauchen sie keine Eisen. Also das geht nur darum, das Eisen schützt die Hufe vor dem Abtrieb, damit nicht so viel, so wie bei den Fingernägeln, wenn man ständig irgendwo dagegen reibt, dann werden die immer kürzer und kürzer und so ist das bei den Hufen auch. Also wie es bei Menschen barfuß ist, also mit B-A-R-Fuß, ja, heißt genau. Es ja Barhuf. Barhuf, ja. Und nicht zu verwechseln mit den Paarhufern, P-A-A-R, das ist wieder was anderes. Genau, das sind andere Tiere. Die Pferde sind Einhufer. Einhufer, die barfuß, also barfuß herumgehen können. Ein bisschen verwirrend. Pferde sind schön anzuschauen, man kann sie aber
ganz vielfältig auch mitnehmen und mit ihnen ganz viel machen. Genau. Also Pferde müssen, genau wie wir Menschen, auch in die Schule gehen. Sie werden ausgebildet von erfahrenen Leuten, damit man dann später auch reiten kann auf ihnen. Man kann mit Pferden auch einfach nur spazieren gehen, man kann kuscheln, man kann reiten, man kann springen, man kann sehr viele Sachen machen mit dem Pferd. Und Pferde schauen ja unterschiedlichst aus, so auch wie bei den Menschen. Es gibt größere, es gibt kleinere. Ja. Und hier ist ein kleineres Pferd, da ist ein größeres Pferd. Da gibt es ja auch verschiedene Arten von Pferden. Genau, es gibt so eine ganz grobe Einteilung von den Pferderassen. Das wären das Kaltblut, das Warmblut und das Vollblut. Das Kaltblut ist ein kräftiges, starkes, robustes Pferd. Das kann man auch verwenden, damit man Holzstämme aus dem Wald herauszieht. Arbeitstier. Oder, genau, es wird als Arbeitstier verwendet. Man kann Kutschen ziehen damit. Das Vollblut, das ist ein zierliches, sehr schnelles Pferd. Das wird für Galopprennen verwendet oder für Turniere, wo die Pferde schnell sein müssen. Die sind ein bisschen, sensibel, danke Simone, die sind sensibler. Da braucht man schon sehr viel Feingefühl, damit man die auch gut reiten kann. Feuriger oft, also haben viel Temperament, kann man sagen. Genau. Und das Warmblut, das ist so zwischendrin vom Gemüt her. Das kann auch ein bisschen spritzig sein, das kann ein bisschen gemütlich sein. Und mit denen geht man normal reiten. Mhm. Man kann auch Turniere reiten mit ihnen. Ja, das wäre so die grobe Einteilung von den Pferden. Also ein Kaltblut ist ein großes, starkes Pferd, mit dem man Sachen schleppen und ziehen kann, wie genau. Zum Beispiel Baumstämme aus dem Wald. Dann das Vollblut ist so ein richtiger Sportler, ganz schnell, aber auch sehr sensibel. Ja. Und Warmblüter sind die perfekten Pferde, um mit ihnen spazieren zu gehen, um reiten zu gehen mit ihnen, weil sie gemütlicher sind. Genau. Mhm. Falls man mit einem Pferd reiten gehen möchte, wie ist das? Kann man sich einfach so auf ein Pferd draufsetzen, drauf losreiten oder braucht man da auch noch irgendwelche Hilfsmittel? Naja, zuerst braucht man das Pferd, das ausgebildet ist. Und als Hilfsmittel zum Reiten braucht man dann auch noch den Sattel und ein Zaumzeug. Mhm. Können wir uns das vielleicht anschauen, wie so ein Sattel und Zaumzeug ausschaut? Ich zeigen. Sehr schön. Und während wir unseren Weg dorthin machen, weil ich da drüben gerade die Wiese von den Lamas und Alpakas sehe, da wissen wir schon, wie Mama Alpaka, Papa Alpaka und das Kind heißt. Wie heißen denn Mutter, Vater, Kind bei den Pferden? Also bei den Pferden ist das genauso wie bei den Lamas. Der Papa ist der Hengst, die Mama ist die Stute und das Kind ist das Fohlen. Das Fohlen. Jetzt sind wir ja gerade am Weg zum Sattel und zum Reithalfter. Und da kommen wir bei zwei Pferden vorbei. Eines gehört ja euch. Eines ist euer Pferd. Und das andere ist ein ganz guter Freund von eurem Pferd. Genau. Wie ist denn das? Brauchen Pferde Freunde? Ja, unbedingt. Das heißt, der Mensch kann eine Freundschaft nicht ersetzen. Der Mensch kann auch ein guter Freund vom Pferd sein, aber es muss unbedingt mindestens ein zweites Pferd dabei sein. Optimal wären zumindest vier Pferde. Also sie sind sehr gesellige Tiere. Genau, das sind Herdentiere, die einander brauchen, die miteinander spielen und die auch miteinander öfter streiten. Und wo ein Pferd der Gruppe immer aufpasst und auf die Umgebung schaut, damit alles, also damit nichts passiert. Und in so einer Pferdeherde, wer ist denn da der Chef? Das ist wie bei den Lamas. Da gibt es auch eine Leitstute und da hängt sich ja nach hinten ab. Ah, also die Leitstute ist wieder die Chefin der Gruppe und der Hengst, der passt auf, dass es allen gut geht und verteidigt. Genau. Ja. In der Wildnis. Wehrt die Gefahr von hinten ab. Mhm. Hier, das sind eben zwei beste Freunde. Genau, wir haben den Sattel. Der kommt auf den Pferderücken und das wird dann unten mit dem Bauchgurt wird der Sattel befestigt. Dann gibt es hier noch die Steigbügel und in die kommen die Füße hinein. So. Und das schaut dann so aus, damit man dann auch auf dem Pferd sitzen kann. Ja. Und da vorne, das ist dann, vorne, was auf dem Pferdekopf raufkommt. Das nennt man das Zaumzeug oder Reithalfter mit den Zügeln. Die Zügel hat man in den Händen und das kommt vorne auf den Kopf raus.
wenn man sich um Pferde kümmert, dann heißt das ja auch, dass man sich gut um sie umschauen muss. Was gehört denn alles dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Pferd reiten gehen möchte? Gibt es da Dinge, die ich vorher und nachher beachten muss? Ja, wenn ich mit dem Pferd reiten gehe, dann muss das Pferd ordentlich geputzt werden. Man schaut, ob es irgendwo Verletzungen gibt oder ob alles in Ordnung ist, ob das Pferd fit ist. Die Hufe müssen ausgeputzt werden, weil da könnten natürlich auch Steine drinnen sein und das drückt dann. Ja, und dann kommt schon Sattel, Zahnzeug und los geht's. Und die Hufe, müssen die manchmal so wie bei Menschen auch so zurückgeschnitten werden, nicht etwas zu lange werden? Ja, die Hufe werden zurückgeschnitten und auch ein bisschen geraspelt, je nachdem. Wachsen genauso wie Fingernägel und das muss manchmal eingekürzt werden. Und tut nicht weh. Also Hufe kürzen tut nicht weh. So wie bei Menschen das Fingernägel schneiden, genau. Tut nicht weh. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, dass wir vorbeikommen dürfen. Gerne. Und dass ihr uns so viel über Pferde erklärt habt. Jetzt haben wir lauter Pferdeprofis in der Klasse. Sehr gut. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Und ich wünsche noch eine schöne Woche. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss.